Moin Leute, ich bin Felix, ich bin Freestyle Windsurfer und ich will euch heute eine kleine Roomtour durch meinen Crafter geben. Und genau, lasst uns einfach direkt mal reingehen. Also, jetzt sind wir im Van drin. Wir fangen einfach mal vorne an. Oder ich gebe euch erstmal ein paar Details zum Auto selbst. Ich habe einen VW Crafter von 2010 in L1 H1. Und genau, es gibt sogar schon mal ein Video davon. Das gibt es bei Valentin Böckler auf dem Channel. Das könnt ihr euch ja mal anschauen. Das ist die alte Variante davon. Ich habe jetzt aber nochmal wegen Corona ein bisschen Zeit gehabt und habe einfach nochmal ein bisschen an meinem Van rumgebastelt. Und das ist jetzt die aktuelle Version. Fangen wir mal vorne an. Also ich habe das Cockpit eigentlich genauso gelassen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe hier die Trennwand rausgenommen. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich genau so, wie man es eigentlich von Werk aus kauft. Ansonsten kommen wir weiter in die Küche. Die Küche fängt direkt hinterm Fahrersitz an. Die ist 70 cm tief, also relativ tief. Das hat damit zu tun, weil mein Windsurf-Kram, der auch hinten im Auto ist, wirklich bis hier hinten hinter den Kühlschrank nach vorne durchgeschoben wird. Wie ihr wahrscheinlich auch schon seht, habe ich hier vorne einen sehr großen Kühlschrank. Das ist ein Kompressorkühlschrank von Dometic. Der läuft komplett auf Strom, ist relativ groß, hat sogar hier oben noch ein Kühlfach drin. Eigentlich echt eine ganz nette Sache, gerade wenn man irgendwie ja, längere Trips macht und viel unterwegs ist, bietet sich das echt an. Über dem Kühlschrank haben wir einmal dann hier das Kochfeld. Dafür räume ich mal eben kurz den Kulturbeutel hier weg. Ich habe hier ein 2-Flammen-Gaskocher-Kochfeld, auch von Dometic drin. Genau, wird einfach hier vorne aufgedreht, wird mit Feuer gezündet und dann kann man hier auch ganz entspannt kochen. Hier neben, seht ihr schon, ist direkt meine Spüle. Da kann ich dann einfach spülen, mich waschen, Zähne putzen, was halt gerade anfällt. Weiter geht's direkt zum Schlafzimmer, sage ich mal. Ich habe hier, seit neuestem habe ich mir hier so eine coole große Schrankwand reingebaut. Da hat mein Bruder mir ein bisschen geholfen. Die ist echt ganz schick geworden. Hier vorne habe ich drei kleine Fächer für alle möglichen Küchenutensilien, die man immer so braucht. Hier oben allgemein Gewürze etc. Hier oben sind noch Schüsseln, ein paar Becher drin. Hier unten sind Teller etc. Genau. Und hier neben habe ich dann einmal zwei große Fächer. Die gehen auch ganz entspannt auf. Haben hier so coole so Luftdruckauszüge. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Aber ist eigentlich ganz nett, damit die so selber auf und zu gehen. Bisschen unordentlich, aber das gehört dazu. Darunter habe ich noch ein kleines Fach, so für allgemeinen Krimskrams, den man so braucht. Also hier ist jetzt gerade noch eine Hose drin. Dann sieht man noch eine Pfanne, alles Mögliche. Genau. Ansonsten habe ich hier vorne in der Küche noch eine kleine Schublade installiert. Hier sind alle möglichen Messer, Gabel, Löffel drin, was man halt so braucht. Ansonsten hier unterm Handtuch, das ist jetzt ganz neu, habe ich so eine kleine Armaturenbereich gemacht. Hier vorne habe ich einmal meine Batteriespannung, da sieht man, wie voll meine Batterie ist aktuell. Daneben habe ich meinen Lichtschalter. Ich habe hier oben Licht im Auto verbaut. Das kann ich einfach hier vorne ganz entspannt mit Schalter ein- und ausschalten. Ansonsten habe ich hier neben das Bedienpanel für meine Musikanlage. Die habt ihr wahrscheinlich schon da oben gesehen. Da gibt es einmal da oben gibt's, zwei kleine Hochtöner. Einmal hier vorne am Regal und einmal hinten. Und hier unten gibt es einmal noch einen fetten Subwoofer, damit man auch immer sich gut motivieren kann vor der Session. So, noch kleine Ergänzung. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, ist mein Crafter eigentlich ein Kastenwagen gewesen. Mir war das allerdings ein bisschen zu stickig, gerade wenn man halt im Sommer unterwegs ist, wird es recht warm im Auto. Daher habe ich mich dafür entschieden, dass ich Fenster eingebaut habe. Ich habe einmal hier an der Seite so ein kleines Aufklappfenster. Da kann man einfach hier diese ganzen kleinen Hebelchen umlegen, kann das Fenster aufklappen. Dann hat man hier noch so einen Mückenschutz oder, wenn man abends schläft, eine Verdunkelung, was man halt gerade braucht. Das ist immer ganz cool, damit man ein bisschen durchlüften kann. Ansonsten, was mir mega gut gefällt, ist die Dachluke. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache, einfach weil man auch, wenn man irgendwo steht, wo jetzt
weiß ich nicht, wo es ein bisschen sketchy ist, wo man jetzt wirklich nicht gerade das Seitenfenster aufmachen will, kann man einfach die Dachluke aufmachen, hat mega gute Lüftung beim Schlafen, kriegt genug Luft und außerdem hat man noch relativ viel Licht. Das war wirklich auch etwas, was für mich richtig großen Unterschied gemacht hat, weil gerade wenn man wirklich alle Türen zu hat, ist das Auto um einiges heller. Vorher war es halt immer recht düster, wenn man die Türen geschlossen hatte. Ansonsten will ich euch noch meine Tischkonstruktion zeigen. Ich habe mir einmal hier vorne am Kühlschrank habe ich hier so eine Leiste montiert und in diese Leiste wird der Tisch einmal eingehakt und dann hat man hier noch einen Ausklappfuß, kann ihn hinstellen und dann kann man hier ganz entspannt mit zwei Mann essen. Einer sitzt auf dem Würfel, einer sitzt hier. Genau, mehr braucht man auch eigentlich nicht. Ansonsten haben wir hier direkt daneben, das ist glaube ich auch schon im alten Ausbau so gewesen, habe ich hier meine Vorratskiste. Da sind alle meine Vorräte drin, Nudeln, Pasta, Brot etc., Müsli, alles mögliche, was man so braucht. Die geht einfach hier auf mit so einem Deckel, den kann man auch komplett abnehmen. Dann, wenn ihr einmal schaut, kann man hier hinten, hier hinter sehen, da ist meine ganze Batterie und Elektrik verbaut. Etwas schwierig zu sehen gerade, aber das ist alles dahinter verbaut. Ist auch immer etwas kompliziert, wenn man dran muss. Aber meistens, wenn alles läuft, sollte man da nicht zu oft dran müssen. So. Das ist einmal mein Van von hinten. Wie ihr schon seht, habe ich eine Menge Stauraum. Im Gegensatz zum letzten Mal um einiges weniger. Ich hatte beim letzten Video hatte ich mein Bett noch auf der Höhe ungefähr. Das heißt, da hatte ich noch sehr viel mehr Platz für Surfgear etc. Das habe ich jetzt allerdings ein bisschen minimiert, da ich so mehr Platz über dem Bett habe und das einfach entspannter ist. Auch wenn man wirklich mal längere Trips macht und sich irgendwie im Auto aufhält, ist es wirklich angenehmer, wenn man sich dann auch entspannt im Innenraum aufhalten kann. Wie ihr schon seht, hier passen zwei Boards rein. Eins ist hier oben immer so gerade drin, das kann ich einfach hier so rein und rausschieben. Das andere, das ist mein Waveboard, das ist ein bisschen kleiner, das kommt immer hier so schräg reingeschoben. Und darunter, wie ihr schon seht, habe ich alle meine Segel, Masten, Verlängerungen, was man halt so braucht. Ansonsten, das ist glaube ich auch noch ein kleines Update, das hatte ich beim letzten Mal auch noch nicht, habe ich jetzt hier meine ganze, ich nenne das immer Nasszelle, habe ich mit so Teichfolie ausgekleidet. Das heißt, hier die Seiten und der Boden sind komplett wasserdicht. Das heißt, wenn irgendwie mal das Material noch ein bisschen nass ist, ist es kein Problem, da das Wasser dann nicht direkt ins ganze Auto läuft. Genau, ansonsten hier neben habe ich Stauraum für alles Sonstige, was man so braucht. Hier oben habe ich meistens mein Wetsuit drin und so. Hier unten drunter ist so eine Kiste, da habe ich Grill etc., was man so braucht. Dahinter ist noch eine Kiste mit allen möglichen Windsurf-Ersatzteilen, was man halt so mal gebrauchen könnte, falls irgendwas kaputt geht. Hier vorne ist meine Kamera drin. Hier ist noch ein Werkzeugkasten und da hinten, ganz hinter, seht ihr, da habe ich sogar noch meine Toilette verstaut. Die braucht man natürlich auch immer, wenn man unterwegs ist. Ansonsten habe ich jetzt noch ein ganz neues Feature immer dabei. Das ist einmal meine Ausklappleiter. Die ist eigentlich ganz cool. Die klappt man einfach so aus. Immer schön schauen, dass die Zähne ausgeklappt sind. Genau. Und dann kann ich damit nach oben aufs Dach. Hier oben habe ich jetzt seit neuestem nämlich noch eine Dachbox drauf. Einfach, damit ich noch mehr Material mitnehmen kann. Gerade ich war jetzt im Winter in Tarifa, bietet sich das wirklich an, damit man auch, wenn man irgendwie mal wirklich nasses Material hat, das nicht jedes Mal ins Auto packen muss, sondern einfach oben auf die Dachbox packen, in die Dachbox packen kann. Ansonsten habe ich hier hinten jetzt noch an der Schrankwand zwei kleine Fächer. Seht ihr schon, hier oben steht meine Musikanlage noch drauf. Hier unten ist alle mögliche Krimskrams, den man so braucht, wenn man jetzt gerade ins Bett geht oder, weiß ich nicht, sein Handy laden will. Dann habe ich hier oben noch einen zweiten Schalter. Hier kann ich dann einmal, wenn ich im Bett liege, auch das Licht ausschalten. Das habe ich dann einfach so als Wechselschaltung geschaltet. Das heißt, ich kann sowohl vorne als auch hinten, wenn ich im Bett liege, das Licht an- und ausschalten. Sehr entspannt, damit man dann nicht jedes Mal aufstehen muss. ansonsten, was ist noch zu sagen?
Hier oben sind die ganzen Gabelbäume drin. Hier habe ich noch ein kleines flaches Fach, eine Gießkanne, um mein Wasser aufzufüllen. Hier ist noch Landstromanschluss. Also wenn ich irgendwie mal auf dem Campingplatz stehen sollte oder so, kann ich hier das Kabel einfach in den Strom einstecken und kann dann so auch meine Batterie laden. Genau, ansonsten, was noch wichtig ist, ich habe mittlerweile 200 Watt Solar auf dem Dach. Vorher hatte ich immer nur 100 Watt, ich habe das jetzt alles noch mal ein bisschen verdoppelt und hochgestockt, einfach damit, wenn man mal irgendwie unterwegs ist über eine längere Zeit und es jetzt nicht so mega viel Sonne hat, dass die Batterie trotzdem genug geladen ist. Ich habe, glaube ich, mittlerweile eine 100 Ampere Batterie drin, immer noch recht klein. Ich würde euch eigentlich eine Nummer größer noch empfehlen. Für mich reicht es allerdings. Aber das ist auch bei jedem dann wieder unterschiedlich. Da müsst ihr immer ein bisschen auf eure Verbraucher achten. Anderes cooles Feature, was ich mittlerweile noch verbaut habe, ist meine Outdoor-Dusche. Das ist einfach eine schwarze Röhre. Ja, ich bin einfach in den Baumarkt gegangen, habe mir da so ein kleines Abflussrohr gekauft. Das ist normalerweise grau oder orange. Habe es komplett schwarz gesprayt und habe hier vorne dann so ein, ja, das ist eigentlich ein ganz normaler Gartenanschluss für so einen Gartenschlauch einfach reingemacht. Und da kann ich dann einmal, wenn ich duschen möchte, diesen Schlauch nehmen, den hier dran machen. Und wenn da jetzt Wasser drin wäre, könnte ich hier jetzt die Dusche aufdrehen und dann könnte ich jetzt hier duschen. Was natürlich wichtig ist für diese Dusche, ist, dass man ein bisschen Sonne hat, weil ansonsten wird das Wasser recht kalt bleiben. Der Grund, dass die Röhre schwarz ist, ist halt einfach der, dass wenn das Wasser oder wenn das Auto in der Sonne steht, dass das Wasser, was da drin ist, einfach warm wird, weil die schwarze Röhre sich aufheizt. Und zum Beispiel, wenn man, ja, ich war jetzt wie gesagt gerade in Tarifa, irgendwie da steht und es ist, genug Sonne hat, dann hat man auch abends immer eine warme Dusche. Okay, noch eine kleine Ergänzung. Die Dusche, die muss man natürlich manuell aufladen. Das funktioniert dann einfach so, man geht hier mit der Leiter hoch, hat hier oben einen kleinen Deckel, den schraubt man auf. Und wenn man dann eine Gießkanne dabei hat, kann man einfach hier oben ganz entspannt dann das Wasser auffüllen. Ich mache auf und dann, was erzähle ich dann?